Willkommen zurück hier zu Let's Play, die Beta von The Division. Mit an meiner Seite wieder der McRuff. Servus. Und der Götzler. Servus. So, und wir müssen jetzt hier die Mission auswählen, und zwar die nächste. Und schaut euch mal diese stylische Karte an. Lieber McRuff, drückt doch mal auf diese Touch-Taste, aufs Touchpad. Hab ich gerade getan, sieht schick aus. Ja, finde ich auch. Wow. Das ist schon toll. Ja, da geht einem fast einer ab, ne? Sollen wir zum Einsatz gehen? Ist das die nächste Mission, oder? Das sind auf jeden Fall die Story-Missionen. Okay, na dann gehen wir doch zum Einsatz, oder? Als nächstes. Wir können ja auf dem Weg vielleicht diesen Kampf hier machen, der hier noch ist. Der liegt direkt auf dem Weg. Genau. Ja, okay. Alles klar. Und dann gehen wir zum Einsatz danach. Rein wir unsere zukünftige Operationsbasis. Dann müssen wir hier lang. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Folget mir. Nee, ich wollte ja nach hinten. Halt, ich muss mich erst warm machen. Sehr gut. Genau, ganz wichtig. Aber ich kann ja mal so lange. Los geht's. Sag mal, jetzt, ich bin echt zu bescheuert um diese Dinger. Ich wollte die eigentlich applaudieren, aber wie wähle ich das denn aus? Steuerkreuz nach unten gedrückt halten und dann mit dem rechten Stick. Ja. Ja. Dann loslassen einfach. Ach, und dann loslassen. Das ist aber tricky. Da müssen wir auch erstmal drauf kommen. Ne? Jo. Okay, das ist nicht ganz so einfach. Nee, ich sehe schon, ein schwieriges Spiel. Aus dem Weg, Achtung! Ich hab doch nicht auf dich geschossen. Kritisiert echt meine Arbeit hier, der Typ. Schrecklich. Ich folge dir mal. Komm, Parkour. Warum den normalen Weg gehen, wenn wir auch über Zäune klettern können? Genau, so ist das. So, hier auch. Man kann auch die Tür nehmen, aber nein. Yeah. Richtig gut gemacht. Also auch, dass die... Oh Mann. Ich finde auch richtig gut, wie die Animation dann so schneller läuft. Also wenn du normal drüber kletterst, klettert so ganz normal drüber halt. Und wenn du es halt im Rennen machst, dann macht er halt auch eine entsprechend schnelle Animation. Mal da ganz hoch. Nee. Okay, ist vielleicht auch besser so. Das blöde bloß alle rum. So. Können wir uns mal hier den ernsten Situationen bitte wieder widmen? Ja, das ist eine todernste Situation. Die Welt ist untergegangen und wir haben Munitionsknappheit. Feinde überall. Genau. Du bist so emotionslos, du Götze. Okay. Eiskaltes Monster. Geprägt von dieser Welt, weißt du? Ach so, ja. Ich wollte es gerade sagen. Nicht wie wir in diese Welt reingewachsen und die Zerstörung miterlebt. Oh, ich glaube, das sind Feinde, oder? Eigentlich sind Freunde. Ich glaube, der Götzler, der wurde hier geboren, weißt du? Der kennt einfach nichts anderes. Der wurde in dieser Welt geschaffen. Alter McGrath. Ich weiß gar nicht, ob es Friendly Fire gibt. Ah, das ist auch cool. Wenn du in der Deckung bist mit X und zielst dann nämlich eine andere Deckung an und hältst dann X, dann rennt er nämlich an die nächste. Ah, das ist nice. Ja, das ist sehr cool. Du siehst ja auch, wie er rennt dann. Genau. Kann man ein bisschen die MP hier ausprobieren. Zeig mal her. Da kommen noch mehr. Ich die ganze Zeit zu uns. Ist das der Ghost aus Destiny? Also, warte mal. Ah, okay, jetzt sehe ich, was du meinst. Das ist auf jeden Fall richtig cool gemacht, ja. Oh, da kommt noch mehr. Ja, Vorsicht. Die andere Waffe ist aber ein bisschen cooler. Geh mal darüber. So, die Lady zeigt euch mal wieder, Haseloy. Vielen Dank. Aua, von links, Hilfe! Ich werd flankiert. Hab ich, bin da, alles gut. Komm zurück am besten, du bist ziemlich weit vorne, ne? Ja. Ich bin eine coole Braut. Ja, du bist eine sehr coole Braut, aber vielleicht sollst du trotzdem ein bisschen auf dein Leben achten. Deswegen guckst du mir auch andauernd auf meinen virtuellen Hintern. Ja, genau, das ist es. Super 90, eine Schrotflinte. Notvolle Sachen bist du. Erstmal alles damit her. Ja, sowas von. Warte mal, kann ich hier. Ich will mal ganz kurz ausrüsten. Gib mir einen Moment. Oh, das da. Hallo. Mal hier fix die Waffe ersetzen. Der hier. Was? Oh, ich brauche eine höhere Stufe für die Waffe. Ah, cool. Also auch da RPG-Style. Man muss erstmal Level 5 erreichen, um diese Waffe ausrüsten zu können. Finde ich aber okay. Kann ich mitleben. Jetzt hier eine bessere M4. Ah, ich habe eine bessere M4 auch gefunden. Kann ich mir noch nicht anlegen. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Das heißt, man hat auch verschiedene Stats und so, was die Waffen alle bringen. Kann dann auch entsprechend mit verschiedenen Ausrüstungen halt... Sag mal, der Götzler, schlägst du gerne Frauen? Verprügelt er dich gerade? Er versucht. Ohne Witzige ist, es funktioniert nicht, aber er hört nicht auf.
Ja, okay. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja, es hat. Alles gut bei dir? Ich glaube, also. Okay, gibt's. Oh, es gibt Teamschaden, ne? Nee. Gibt es? Ich hasse. Nee, gibt's nicht. Okay. Also zumindest blutet er. Echt? Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Also gibt's dann anscheinend doch keinen Teamschaden. Achso. Dann hattest du wahrscheinlich eine Glas Marmelade im Kopf. Genau. Wie immer. Kennt man ja. Wenn du einmal über so eine Lebenslinie hinaus bist, dann heilt sich die nicht mehr ganz auf. Genau, ja klar, aber diese Linie selbst heilt sich halt wieder hoch. Alter, von rechts. Ja. Oh. Ich finde auch ganz cool, dass du die... Hab ich. Oh. Nice. Ah, okay, es war noch der letzte. Ich finde auch ganz cool, dass du da immer diese Anzeige beim Rucksack hast, so wie viel Platz du noch hast und sowas, das ist ganz cool. Das ist direkt dann... Kann ich dich eigentlich irgendwie heilen? Nee, ne? Hast du ein Medikit? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Steuerkreuz rechts, siehst du unten rechts in deiner Anzeige. Ja, eins habe ich. Wir wissen, dass die Operationsphase von den Menschen im Lagerdorf die den Madison Square Guard übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann gehen wir weiter. Mit so einem genau. Ja, ich glaube, sowas wird es im Spiel nicht so sehr geben. Hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director. So, wir müssen jetzt die Basis da dann einnehmen. Genau. Das ist eine gute Mission. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Wir nehmen alles, was Sie haben. Achtung, Achtung, Feinde. Wir retten Ihnen den Arsch. Ich glaube, nicht so blind reinrennen, sucht euch mal Deckung. Ende. Einheit 43. Also die Feinde halten auf jeden Fall, glaube ich, mehr aus, wenn er zu dir unterwegs ist. Alter, das ist ein Gelber wieder, Vorsicht. Muss man erstmal am besten die anderen alle machen. Links, ja. Oh shit, das war mein Schild. Achso, Granaten sind ja eine Fähigkeit, die man aktiviert. Shit. Oh ja, der hat angesagt. Weg ist er. Ah, okay. Kann man eigentlich die Schulterperspektive von links auf rechts manuell ändern? Ja, mit dem linken Stick, während du zoomst. Ja. Ah. Normalerweise ist es mal der rechte Stick, finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber. Ich höre mir. Probieren wir mal den Nahkampfangriff aus. Oh yeah. Oh yeah. Sehr gut. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht. Die Division hat uns den ausgewertet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. So, mal gucken, was es alles Schönes gab. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Okay, jetzt müssen wir in die Basis als nächstes wieder rein. Dicken Area. Ich finde auf jeden Fall schon mal super, das ist ein richtig guter Koop-Shooter auf jeden Fall. Man muss ja nicht zwingend die Multiplayer-Features in der Death Zone nutzen, wenn man das nicht möchte. Aber auf jeden Fall ist man in der Lage, eben dann alleine oder halt mit Kumpels zusammen hier richtig Co-Action zu machen. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. So, wie sieht's denn aus? Götzler ist immer noch am Looten. Ich linse ich auch nochmal ganz kurz ins Inventar rein. Was habe ich denn zum Beispiel? Was sind das hier? Rekruten? Ah, wow. Alles klar. Okay. Ach, Stufe 4, Stufe 5. Das Ding ist besser. Alles klar. Torholster. Ah, okay. Das heißt, du hast auch verschiedene Bereiche. Zum Beispiel, dass die Ausdauer oder so dann natürlich auch beeinträchtigt ist von besserer Rüstung. Ausdauer sind die maximalen Leben, oder? Nee, glaube ich nicht. Ne? Ah, okay, warte mal. Lebenspunkte? Ach stimmt, das ist separat. Also Ausdauer ist wahrscheinlich dann, okay. Ach so. Dass man mehr Treffer einstecken kann, oder? Ich denke mal sowas in der Art. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht hier vom ganzen System. Okay, nee, coole Sache. Ja, ich freue mich schon auf das nächste Level, wenn ich meine Schrufflinte dann mal ausprobieren kann. So, alle bereit? Können wir hier reingehen, oder? Götzler ist, glaube ich, schon wieder vorgerannt. Ja, ich bin drin. Natürlich. Ich verkaufe schon Sachen. Okay. Ich verkaufe schon ein paar Sachen. Wenn wir irgendeine geile Waffe kaufen oder sowas. Finde ich auch einen sehr geschickten Lademodus, muss ich ehrlich sagen. Dass man so langsam durch irgendwas durchläuft.
Wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Aber wir haben schon mal cool gemacht, wie gerade schon alles angesprochen wird, oder? Der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Fertigungsstation in der Ja, genau, das ist im Endeffekt unser Hauptquartier, was genau. Auch da ganz witzig dran ist. Jeder sieht eben sein eigenes Hauptquartier. Exakt, ja. Also man sieht eben nur das, was man bisher freigeschaltet hat. Und ja, das Ding hier treibt im Endeffekt die persönliche Story weiter, so kann man das vielleicht sagen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass das dann separat läuft. Und wir brauchen Captain Benitez. Sieht sich aber auch auf der Karte, ne? Und uns mit den nötigen Informationen und der Schmase Lager. Und das ist natürlich genau wie der Anfangsbereich, wo wir gestartet haben, immer eine sichere Zone, wo man also auch nicht angegriffen werden kann. Exakt, genau. Das ist da so ein bisschen... Seht ihr jetzt dann auch die Zwischensequenz, die ich sehe? Nee, ne? Nee, jeder hat das für sich selber, genau. Die entsprechenden Waffen. Weil ich ja die Ärztin schon gerettet habe. Ah, okay. Nee, wir halt noch nicht. Wenn ich eine Waffe modifizieren will, was muss ich dazu tun? Ah ja, Fertigungsstation. Nee, die geht in der Beta nicht. Du musst in dein Inventar reingehen und dann kannst du auf Viereck Mods anbringen. Achso, okay. Ah, steht er da. Mod. Okay, cool. Platz wählen. Was haben wir denn da? Wir hatten noch irgendwie so eine Griffe, genau. Angewinkelter Griff in Rot. Ist ja natürlich die Stabilität und die Präzision. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an? Ich glaube, der sieht auch ein bisschen cooler aus, wenn ich mal den. Das ist ja richtig geil gemacht, dass sie die auch. Ich habe gar keine Mods gefunden. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Noch gar keiner? Ich würde ja auch gerne so einen Griff abgeben, aber ich habe leider keinen, den ich abgeben. Also, ich kann es ja, glaube ich, nicht geben, leider. Das wäre jetzt das Einzige, was vielleicht noch einfällt. Das wäre auch kann cool. Grundsätzlich kann man denn Waffen und Gegenstände miteinander tauschen, der Götzler? Ja, ne? Keine Ahnung. Sehr gut. Oder ist es wie ein Destiny, dass man nur alles für sich selbst behalten kann? Ich denke eher, es ist wie ein Destiny, ja. Das wäre natürlich viel cooler. 90 Punkte, dann bin ich Level 7. Wäre natürlich viel cooler, wenn man seinen Buddies auch noch ein paar Sachen abgeben könnte, wenn ich jetzt einen Griff zu viel finde, den ich gar nicht brauche oder so. Aber ja. Das dann halt einfach so anscheinend. Muss man sich mit abfinden. Also ich gehe auch mal zu einem Händler. Was haben wir denn hier? Waffenhändler. Ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Verkaufen. Okay, der alte Rucksack zum Beispiel. Ach, das ist der neue Rucksack. Das hier brauche ich nicht mehr. Krutenholz da. So, im Endeffekt müssen wir jetzt erst einmal, wenn wir das erste Mal hier in der Operationsbasis sind, in jedem der drei Flügel reinlaufen und einen Laptop aktivieren und der aktiviert dann im Endeffekt eine Missions- oder Quest-Reihe. Okay, dann mache ich das auch mal ganz kurz. Ich bin jetzt erstmal auf den Verkauf konzentriert, zeig mal her. Und dann sind nämlich alle drei Missionen oder alle verfügbaren Missionen auf der Karte markiert und dann kann man die nacheinander abwählen. Exakt, also das wäre dann das, was im Laufe der nächsten Folgen wahrscheinlich noch gemacht wird hier von uns. Genau. So viel Zeit wir eben noch haben. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Also da ich in der Klaus-Better schon die Medizinerin geholt habe, wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir mal die anderen beiden Missionen machen können. Okay. Ja klar, können wir gerne machen. Die Medizinerin habe ich auch schon geholt, ja. Okay. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Okay. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Dann lass doch vielleicht mit dem Rhodes anfangen, der gerade angesprochen wurde. Man sich da erstmal ein bisschen Zeit, um ihn ins Spiel zu bringen. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist.
Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Hast du auch schon die Zwischensequenz gesehen? Wir holen sie zurück. Läuft gerade noch, jetzt gleich durch. Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Okay. Bin ich dabei, würde ich sagen, beim Nicht-Hängen-Lassen. Gut, wie gesagt, und hier haben wir natürlich auch die ganzen Waffenhändler-Ausstattung. Exakt. Exakt. Ist in einem ordentlichen RPG. Genau. Das hier gibt's. Und wir können jetzt quasi direkt vor die Tür gehen. Machen wir auch und die drei Missionen. Genau, machen wir auch glatt, würde ich sagen. Hm. So, also wie, machen wir den Rhodes als erstes erstmal, oder? Markier doch einfach mal, dann müsste ich das ja, glaube ich, sehen. Okay. Ne? Die Karte finde ich echt super cool, also das ist so gut gemacht. So, zeig mal, was haben wir denn jetzt hier? Werkzeug. Da, Gruppenglieder. Du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt also, hast. Also, Madison Square Garden, klar, der ist jetzt direkt auf einer Straßenseite, das bietet sich natürlich an, aber. Allen, die mich hier muss ich euch jetzt wieder beitreten, oder wie mache ich das? Ich glaube, wir sind noch zusammen. Ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen wenn hast, während du im Keller aber, deiner Mama an dir rumgespielt hast. Einen Knochen zu richten ist nicht schön. Wenn dir was an deinem Kumpel liegt, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Willst du mir drohen, Bitch? Ich sage nur, wie es ist. Labern die ganze Zeit rum. Er steht direkt schon bei mir, ne? Wollen wir als erstes dann, also das Madison Feld Lazarett ist wahrscheinlich das, wo man die Ärzte herbekommt, ne? Genau. Okay, ja. Das wollten wir jetzt nicht machen, sondern wir wollten ja erstmal was anderes machen. Dann wäre als nächstes hier hinten vielleicht der Einsatz mit Rhodes. Genau, okay, dann machen wir den mal. Ist eine unserer Stücke zu laufen, aber... Unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle. Ein kleiner Trupp... Okay. Ah, okay, wir haben noch verschiedene Granaten, cool. Okay. Wie werfe ich nochmal eine Granate? Ich habe das schon wieder verpennt. Das wurde am Anfang kurz erklärt. Linkerstick drücken. Ah, okay, okay. Jetzt lernt er her. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis, als Personal für unsere medizinische Abteilung. Okay. Wenn du linken Stick gedrückt hältst, kannst du deine Granate auswählen. Ja, okay, okay. Vorsicht, da ist wieder ein Haufen Gegner. Sechs Stück. Ein Stückchen nach vorne. Seid ihr bereit? Ich bin linke Flanke. Ich mach die rechts als erstes. Alle bereit? Den einen da hole ich mir so. Kannst du mir auch mal sehen, wie man die Granate schießt? Linker Stick drücken. Genau. Dann kommt dieses Ding, wo du siehst, wohin du sie wirfst. Okay, ich wirf meine jetzt. Okay, alle bereit? Granate ist raus. Nee, warte mal. Ist gerade geflogen. Wow. Überraschung. Ich wirf eine hinterher. Oh, noch Granate. Oh, das ist schlecht. Das ist cool gemacht. Mit Rauchenblendgranaten. Das ist halt hier so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Die haben euch im Visier. Ich habe mich von links rangeschlichen und super. Sie haben mich nicht bemerkt. Sehr gut. Konnte man sie schön wegballern. Ja. Ich warf ja auch mit auf der linken Seite. So, Arbeitstasche wieder hier. Noch was zum Heilen. Sehr gut. Erste Hilfe-Set. Okay. Wenn wir die nächsten Gegner sehen, würde ich das gerne mal mit der Granate ausprobieren, ja. Weil du richtig geschnallt habe ich immer. Du hältst, also, wenn du die linke auf dem Steuerkreuz nach links drückst, dann hast du die Granate quasi in der Hand und hast so ein Markiergebiet, wo du sie hinwirfst. Und wirfst sie mit R2. Okay, wenn du links. Mit Kreis kannst du wieder abbrechen. Genau, und wenn du gedrückt hältst stattdessen. Wenn du es lange drückst, kannst du auswählen, welche Granate du willst. Genau. Ja, jetzt habe ich es geschnallt. Okay. Ich folge mal dem Götzler. Scheint sich auszukennen hier. Alter Falter hier, voll der Pro, ey. Ja. Oh ja, das sieht nicht verkehrt aus. Beta Pro. Es geht schon los hier. Hier wäre natürlich ein Sniper jetzt ganz geil. Haben wir einen dabei, ne? Nee, von hier hat es keinen Sinn. Ich krieg von hier keinen. Ich geh näher ran. Ich geh näher ran. Keinen Sinn. Kann da nicht wirklich helfen auf die Distanz. Hier ist Sparrow 3, over. Ich greif die von der rechten Flanke an. Das war jetzt ein taktischer Unfug, genau dahin zu gehen, wo uns der Endzug ist. Ich geh links. Das ist cool gemacht. Es spielt sich wirklich wie ein Shooter, richtig gut.
aber trotzdem. Aber trotzdem halt mit den Erfahrungspunkten so richtig cool als RPG verpackt. Und vor allem, das ist auch für so einen alten Mann wie mich echt irgendwie eine gute Geschwindigkeit. Ich mag das ja in den Spielen so ein bisschen gebieten. Ja, das stimmt, stimmt. Das ist nicht so aggressiv schnell wie COD oder sowas. Genau. Direkter, meine Deckung. Sehr gut, sehr gut. Komm noch mehr hinten. Ah. Eingerutscht ist sie. Das hat sie, glaube ich, von alleine gemacht. Das ist echt cool mit dem Controller, dass da teilweise Geräusche rauskommen. Ich hoffe, das klappt mit dem Mikro und so, dass es auch für die Zuschauer nicht ganz so seltsam andere klingt. Andere Seite, ja. Andere Seite. Also ich hör deine Funkspur hier, also von dem her müssen es deine Leute eigentlich auch hören. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Nö, alles gut. Okay. Hier zum Beispiel würde ich mich jetzt gerne hinducken. Ja, verstehe ich gut. Oder hinlegen. Ja. Oh shit. Jetzt Nahkämpfer jetzt hier. Ich sollte ein bisschen weniger mutig hier reinstürmen, glaube ich. Ein bisschen taktischer vorgehen. So, die grünen Säulen sind ja Loot. Was sind denn die blauen Säulen? Bessere. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Genau, also weiße Sachen. Hinter uns kommen auch welche. Ist einer von uns. Weiße Sachen sind, ganz normale Standardsachen wie Munition und so. Und die grünen sind dann halt gute Ausrüstungssachen und blau halt wahrscheinlich noch besser, genau. Granate. Einer ist noch da. Sehr gut. Das ist echt cool. Mann, gut, dass ihr auf unserer Seite sind. Laune, ne? Ja. Vor allem, es macht auch zu dritt natürlich viel mehr Laune, als da, wo ich das noch alleine. Selbstverständlich, ja. Ja, das stimmt. Einfach, weil man sich gegenseitig Rückendeckung gibt und so, kann man Schwierigkeitsgrad eigentlich einstellen oder ist es quasi alleine von alleine so ein bisschen durch die stärkeren Gegner und so dann gegeben? Ja, es gibt im Endeffekt, es durch die stärkeren Gegner gegeben, verschiedene Gegnergruppen, okay, die eben auch unterschiedlich stark sind. Und die beherrschen halt gewisse Gebiete dieser Stadt und deswegen kannst du eben oder solltest du eben in diese Gebiete erst rein, wenn du eine gewisse Stärke hast. Wie in einem klassischen RPG halt auch, ne? Ja, okay. Und danach orientiert sich dann der Schwierigkeitsgrad. Aber ich vermute, was der Götzler vorhin schon mal ganz richtig gesagt hat, das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung, dass wahrscheinlich, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, sich der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich dynamisch anpasst. Mhm. Oh, bedürftiger Zivilist. Ich gebe dir mal Müsli-Regel. Ich bin gar nicht so. Bring mir Erfahrungspunkte. Cool. Ich werde für Sie beten. Du hast ihr eine Müsli-Regel gegeben? Ja. Du kriegst aber keinen. Werd nicht gierig. McLife, du hast den Impulsgeber noch, oder? Er hatte noch. Weil dann nehme ich erste Hilfe, dann kann ich uns heilen, wenn wir. Das ist praktisch. Das ist sehr geil, auf jeden Fall, ja. Bin ich dabei. Schild finde ich jetzt auch nicht so krass praktisch. Dadurch, dass man ja so auch häufig Deckung hat. Aber es ist teilweise ganz cool, um halt irgendwie einen Gegner flankieren zu können, wenn man gerade nicht genug Deckung hat oder so. Aber ich denke mal, so heilen oder so wäre schon cooler eigentlich. Müssen weiter, ne? Zur U-Bahn-Leichenhalle. In die Richtung. Also, dass du ihr eine Müsli-Gegel geben konntest, das fand ich jetzt echt cool. Ja, ich auch. Fand ich auch echt nice. So, wollen wir vielleicht wieder eine Folgenpause machen, dass dann die nächste Folge dann zeigt, wie wir uns in der U-Bahn-Leichenhalle ein bisschen umschauen. Ja, und wie wir uns gegenseitig weitere Müsli-Schiegel in den Mund schieben. Müsli-Schiegel, ja. Der hat da gerade hingekackt, der Hund. Echt? Ja, okay. Finde ich sehr cool. Cooles Detail. Geschossen oder ist der von alleine geschossen? Nein, der ist weggelaufen. Wirklich, er hat noch gelebt. Der Götzler, hast du gerade den Schäferhund? Nein, der lebt noch, der ist weggelaufen, der Hund. Ich habe gesehen, wie er weggelaufen ist. Ich bin hier vorne bei Robli. Alles Gute, lebt er, der rennt da hinten noch weg. Es kam plötzlich Blut aus diesem Schäferhund hinaus. Du hast da nichts gesehen. Götzler, schäm dich. Hinten, wo ich bin. Der Götzler erschießt Hunde. Ach, der ist noch tot, da ist noch ein Hund. Oh, sein Ernst? Okay, dann müsst ihr jetzt nochmal offscreen ein ernstes Wörtchen mit dem Götzler sprechen. Ja, das wollen wir euch jetzt nicht antun. Exakt. Und ich hoffe, ihr seid dann trotzdem beim nächsten Mal noch mit dabei. Keine Sorge, der wird jetzt ordentlich bestraft. Bis zum nächsten Mal.